Einen wunderbar herbstlichen guten Morgen, meine Lieben. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe wieder ein wunderbares Überraschungspaket bekommen von supergarne.com. Und mal ganz ehrlich, was gibt es Besseres, wenn es draußen stürmt und regnet und wir sitzen drin und machen Handarbeiten? Okay, vielleicht noch ein prasselndes Kaminfeuer dazu, das wäre natürlich dann Oberklasse. Aber da wir das meistens nicht haben, reicht uns ein schöner warmer Tee oder Kaffee. Und dann kann die Herbstzeit ja so richtig schön gemütlich laufen und wir sitzen da im Warmen mit unserem Kaffee oder Tee und können wunderbare Handarbeiten machen. Ja, und dafür braucht man natürlich Wolle. Und da bin ich für solche Überraschungspakete wirklich super dankbar, weil das sorgt immer dafür, dass die Wollregale gut gefüllt sind. Und ich möchte euch natürlich zeigen, was da Tolles gekommen ist. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. So, ich greife blind rein und wir schauen dann. Also, ich habe einmal, oh, ist die Farbe toll. Das ist die Aktiv 100 Gramm auf 420 Meter. Wir haben hier eine ganz tolle Sockenwolle mit der Farbe 2513. Das ist das Rosenholz. Ach, schaut euch mal an, wie schön das ist. Wunder, wunder, wunderschön. So, dann haben wir, och, ist das ein tolles Grün. Die Gedifra, das ist eine deutsche 85. Die Zusammensetzung von Sockenwolle, na komm, ich sag's euch nochmal schnell, sind 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Also eine ganz normale, klassische, wunderschöne Sockenwolle in Uni. So, und hier haben wir 90% Schurwolle und 10% Kaschmir. Das ist die Farbe 222423 Gras. Ist das nicht schön? Oh, guckt euch mal dieses wunderbare Grün an. Ganz, ganz toll. Das wird gestrickt mit der Fünfernadel. Ist Handwäsche. Oh, mit dem könnte ich mir schon die nächste wunderbare Einstrickmuster vorstellen. Vielleicht wieder so als Mütze, wenn wir noch was finden, was dazu passt. Dass wir dann mit dem Grün das Muster machen. So, wir schauen mal weiter. Oh, eine Aktiv-Sockenwolle. Ach, hier haben wir, das hatte ich jetzt ganz vergessen, entschuldigt, 50 Gramm auf 85 Meter. So, hier haben wir in Braun eine Sockenwolle, 100 Gramm auf 420 Meter, die Farbe 2512, ein richtig tolles, schönes Braun. Wir haben hier das Braun Kokos, aber das ist so schön, och, das ist herrlich. Passt vor allen Dingen auch richtig toll in die Weihnachtszeit, Braun passt da immer ganz, ganz toll rein. So, wir schauen mal weiter. Das passt doch super mit dem zusammen. Schaut mal. Na, wenn das nicht nach Einstrickmuster schreit. Wir haben die Farbe 2514. Das ist die Mauve. Eine ganz tolle Sockenwolle wieder. 100 Gramm auf 420 Meter. Aber das passt doch ganz toll. Guckt euch das mal an, wie toll das zusammenpasst. Genauso wie mit dem Braun. Richtig schön. Ja, ja, und da sowieso noch ganz viele Söckchen anstehen, brauchen wir ja sowieso noch ganz viele Söckchen wollen, weil ich bin mit meiner Sockenkiste, ach, noch lange nicht fertig. Und dann kommen ja noch die ganzen gehäkelten Socken. Das wären ja dann nochmal so viele Kisten mit gehäkelten Socken.
Also auch für Männer und für Jungs. Ein Weihnachtsgarn. Schaut mal die Farbverläufe. Das würde doch auch schon passen, wenn ich mir das so angucke. So, eine Vierfach-Sockenwolle mit der Farbe 7520. Das ist die Evergreen. Oh. Aber irgendwie, gell, das könnte man doch so, das so ein bisschen als Weihnachtsbaum gemacht und das als Stamm. Na, das passt doch auch schon ganz toll zusammen. Ach Mensch, hier kriegt man wieder ganz tolle Ideen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Hier haben wir die, oh, nochmal die Deutsche 85. Schaut mal. Das ist die Farbe 222419. Die Natur. Und weil sie so lieb mit uns sind, haben wir jetzt zwei. Das heißt, ich kann jetzt hiermit auch eine ganz tolle Mütze machen. Da wird das die Hauptfarbe und das wird die Musterfarbe. Ach, das ist doch klasse. Schaut euch mal die schöne Wolle an. Und wie weich die ist, das ist absolut krass. Aber wenn wir dieses Jahr so viele Einstrickmützenmuster machen, müssen wir definitiv dann für nächstes Jahr, weil das schaffe ich dieses Jahr nicht mehr, uns Schals in der passenden Optik besorgen. Also besorgen auf unsere Art. Oh, ist die schön. Nein, das hier ist kein Knötchen, habe ich jetzt eben auch schon gedacht. Hier hat sich die Wolle nur, schaut, nur gefrickelt. Da ist er beim Wickeln ein bisschen getwistert, also das ist kein Knötchen, das war nur getwistert. Ach, ist die weich. Da freue ich mich schon drauf, mit der zu arbeiten, das wird so toll. Das als Hauptfarbe, das als Nebenfarbe, schaut mal, wie schön das passt. Jetzt brauchen wir nur noch das passende Motiv. Wenn man jetzt natürlich noch braun finden, könnte man Weihnachtsbäumchen machen. Aber das findet man. Oder uns fällt was anderes Tolles ein. So, wir haben als nächstes wieder ein ganz tolles Weihnachtsgarn. Das ist eine Vierfachsockenwolle, 25% Polyamid und 75% Schuhwolle mit der Farbe 7555. Das ist die Christmas Tree. Ah, passt natürlich auch ganz toll zum Braun. Okay, jetzt habe ich zwei wunderschöne Weihnachtsfarben und ein Braun. Und das kriegen wir auch zusammengebündelt. Moment, ich lege das mal so ein bisschen hin. Da könnt ihr hier oben immer noch mal schauen. Aber ich habe hier noch Platz. So, was haben wir als nächstes? Ach, Sie haben mich erhört. Schaut mal, ein zweites Braun. Na, jetzt passt das doch. Guckt mal, das so und das so. Und ach, jetzt, ja, so ist das doch toll. Also noch einmal die Farbe Kokos. Mensch, das ist ja super. Also bei dem Päckchen merkt man, dass es wirklich mit Liebe gepackt ist und auch sehr gut ausgesucht. So, als nächstes haben wir die, oh, guck mal, die hatten wir doch schon mal. Oh, ist das schön. Vor allem, ich habe noch ganz viel Farbverlaufswolle im Sockenbereich und die könnte man dann auch mit der ganz, ganz toll kombinieren. Also davon haben wir jetzt zwei von der Farbe 2513. Ach, das ist so toll. Ich freue mich. So, als nächstes haben wir die... Oh, was bist denn du Hübsches? Du bist die Farbe 7530, ein Elf. Schaut mal, hier schaut uns ein Elf an. Und der Farbverlauf, guckt mal hier, das ist doch auch ganz hübsch.
Das kombiniert mit dem Weiß, was ich von Super Garnish schon habe. Das kommt bestimmt ganz toll. Da habe ich schon eine Idee. Das kriegen wir schön verarbeitet. Ich hoffe nur, wir schaffen das noch bis Weihnachten. Nicht, dass wir dann nach Weihnachten dann da sitzen und haben unseren Elf noch auf der Nadel. Aber wir kriegen das hin. So, den legen wir mal dahin. Und jetzt habe ich noch eins. Och, da ist er ja noch mal. Die hat mir doch soeben schon so gut gefallen. Guckt mal, da ist er wieder. Die 2514. Ach, ist die toll. Da haben wir noch mal die Mauve. Also super Garne. Ganz, ganz tolle Auswahl. Ich bedanke mich hier wirklich ganz, ganz herzlich für dieses super tolle Überraschungspäckchen. Schaut euch mal die Farben an. Wir haben, ich gehe jetzt noch mal kurz mit euch zusammen durch. Wir haben zweimal dieses wunderbare. Das ist das Rosenholz. Ich stelle es mal dahin. Dann zweimal diese tolle Mauve. Ich finde wirklich, die zwei, die passen farblich so toll zusammen. Absolut herrlich. So, dann Weihnachtsgarn. So, jetzt liegen sie auch hübsch nebeneinander, dass das gut aussieht. Und passend dazu, so jetzt dreimal dieses wunderbare Weihnachtsgarn und passend dazu das ganz tolle Braun. Ach, ist das schön. Wie legt man das, dass ihr mal schauen könnt? Legt man so. Moment, ich lege das mal hier an die Mauve dran. Das an das und das an das. Also ich finde, das passt so wunderbar zu Weihnachten. Das, oh, ich freue mich schon. Ja, entschuldigt, dass ich euch hier sowas vorschwärme, aber Weihnachten ist ja sowieso mein Fest, das wisst ihr ja. Oder zumindest die, die länger dabei sind. Weihnachten ist ja genau meine Welt. Und dann diese tollen Farben. Oh, ich bin so begeistert. Nee, wunder, wunder, wunderschön. Und dann hier für die nächste Mütze. Zweimal ein ganz tolles Natur und dann dieses richtig schöne Grün. Oh, traumhaft. So, wie lege ich denn das jetzt hin, um euch dann ordentlich Tschüss zu sagen? Machen wir so, so, so. Das legt man noch dahin. Das Weiß darf ich nicht nach oben legen, da dunkelt die Cam sofort ab. So, ich würde sagen, jetzt haben wir doch ein schönes Bild. Also ganz toll. Ne, hier machen wir wirklich, hier machen wir definitiv eine Mütze draus. Da fällt uns auch noch was ein. Da machen wir wieder ein Mitmach, würde ich sagen. Ich setze mich da mal dran und pixel uns da was Schönes. Oder vielleicht dann schon für den Frühling. Das wir können wir ja dann im Prinzip ab Januar tragen und begrüßen damit ab Januar schon den Frühling. Ach, da fällt uns was ein. Nee, ganz tolle Sachen. Oh, ich finde das so schön. Also super gerne. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses wunder, wunder, wunderschöne Überraschungspaket. Und Unis werden bei mir immer gebraucht. Ich habe so viele Verlaufsgarne, dass ich wirklich Unis ganz, ganz dringend brauche. Das heißt, ganz toll. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Glaubst gar nicht, wie dolle ich mich darüber freue. Gerade in dem Bereich Uni. Ich meine, wir können ja mal, wenn ihr Lust habt, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob wir mal durch meinen ganzen Sockenwoll-Wahnsinn durch die Verlaufsgarne mal durchgehen wollen. Aber Unis werden sowas von gebraucht. Nee, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich mega.
So, meine Lieben, und jetzt der übliche Satz für euch. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, bitte einmal abonnieren und die Glocke drücken. Diese wunderbaren Wollen, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Also schaut rein, supergarne.com ist wirklich, was die Preise angeht, absolut unschlagbar. So ein Uni kostet, Moment, jetzt muss ich mal nachschauen. So, hier haben wir sie. Also, die haben gerade eine Werbeaktion. 2,99 für die Unis. Das heißt, das hier, das hier, das hier sind 2,99. Die Weihnachtswolle, Moment. Moment, ich gebe jetzt einfach mal die Farbe ein. 7,5. Ach, hier. 4,99 pro Weihnachtsknäuel. Ja, das ist doch auch super. Also 4,99, 4,99, 4,99. Und die hier in Werbeaktion 2,99, die Unis. So, jetzt haben wir die wunderschönen Deutsche. 4,49 €. Also hier pro Knäuel 4,49 €, die Unis 2,99 € und die hier 4,99 €. So, jetzt sind wir aber wirklich komplett durch alles, was wissenswert ist. Schaut euch mal um, wenn ihr wollt. Deckt euch auch mit wunderschönen Farben ein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Mach jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.